Nur, das hilft mir ja nicht viel. Ich habe ja jetzt eine Bestandsdecke. Ich musste ja jetzt mit dem vergleichen, was tatsächlich vorhanden ist. Und das mache ich jetzt in dem Fall, indem ich mir nochmal die Bestandsstatik öffne. Das ist jetzt die Decke ohne die Auflast, so wie sie eben vorher hergestellt war. Und schau mal an, was da los ist. Und da sehe ich, hier sind Zulagen eingetragen. Das heißt, der Bearbeiter, der das damals bearbeitet hat, der hat schon eine Bewährungswahl vorgenommen. Und das ist natürlich sehr günstig, weil diese Bewährungswahl, die übernehme ich mir jetzt einfach in mein neues Modell. Und dann kann ich schauen, reicht die Bewährung noch aus oder muss ich irgendwelche Zusatzmaßnahmen ergreifen. Ja, und vielleicht schauen wir uns auch die Platte nochmal an. Auch da wurde im Kapitel Bewährung schon eine Bewährung gewählt, eine Grundbewährung, und auch die möchte ich in das neue Modell übertragen. Fangen wir vielleicht mal mit der Bewährung, mit der Grundbewährung der Platte an. Man kann das Kapitel auswählen, auf Eingabe gehen und sagen Kapitel kopieren. Dann gehe ich in Mikrofee in die entsprechende andere Platte, markiere mir auch dort die Platte, ins Kapitel Bewährung und jetzt bei Eingabe einfügen, kann ich mir die Bewährungswahl aus der anderen Position übernehmen. So, und jetzt hole ich mir noch die Bewährungszulagen. Das macht man am besten, indem man sagt, Selektionsfilter auf Zulagebewährung, Steuerung A. Jetzt habe ich alle Zulagen markiert und Steuerung C habe ich sie kopiert. Und jetzt wechseln wir wieder die Bearbeitung. In unserer Aufstockung mit Steuerung V habe ich die Zulagen jetzt hier am Haken. Und jetzt gehe ich an meinen Einfügepunkt hier unten links im Eck und setze die Bewährung ab. Und jetzt habe ich im Prinzip meine alte Decke, so wie sie war, wieder erstellt. Und jetzt kann ich nachweisen und kann schauen, ob die sich mit der neuen Belastungssituation entsprechend noch nachweisen lässt. Also machen wir einfach mal eine Biegebemessung für die Platte und dann schauen wir mal, was rauskommt. Ich verwende ganz gern die Darstellung der oberen und unteren Bewährung für beide Richtungen kombiniert. Bei der oberen Bewährung sehen wir geringfügige Überschreitungen hier über dem Auflager. Bei der unteren Bewährung kriegen wir doch hier im Feld schon ganz ordentlich Bewährung, die noch fehlt. Das sind bis zu 1,5 Quadratzentimeter, die in der Einrichtung fehlen. Ich denke, da können wir nicht ganz mit zufrieden sein, das können wir so nicht lassen.